Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier auf meinem Channel und mit dabei Mia San Mia alias Jan Luca. Ja, gut. AKA German Luke. Ja. Und wir sind hier mal in seinem Häuschen, in seinem Schloss. Ist das dein Ernst? Du gehst wirklich die Treppen runter? Ja, weiß ich nicht. Das war gerade mitten am Reden und da denke ich nicht so ganz drüber nach. Und wir haben vor, einen Bauernhof zu bauen und haben eben schon mal hier so ein kleines bisschen Holz abgefällt und ich weiß nicht, wo der Luca hin ist. Ich sammle Luca die Sapling auf. Woher kamen wir eigentlich? Ich glaube, wir kamen von da hinten, oder? Nee, wir kamen die von Richtung, wo ich dich gerade geschlagen habe. Da geht's nicht weit. Wenn wir die Richtung laufen, dann sind wir irgendwann. Was wollen wir wetten, dass hier Wasser kommt? Nein, wir können hier lang laufen. Wo bist du hin? Ach, da hinten. Da drüben habe ich sogar schon mal ein Erdblock hingesetzt, so eine Erdreihe hingesetzt. So schlau wie ich bin. Und dann weiß man ich. Nein, das war ich. Diese Erdreihe, da habe ich hingesetzt. Ich hab's auf Video. Sogar eine doppelte. Ja klar. Ich hab's auf Video. Also sag nichts. Es ist Beweis genug. Und wie sieht's bei unseren Hühnchen aus? Ja. Huch, was ist denn jetzt los? Ach, du bist da drin, deswegen haben sie zu erschreckt. Ich habe mich gerade. Das sind irgendwie keine Eier. Tja, weil die irgendwann neu spawnen. Ich habe, glaube ich, mal ein Ei. Das habe ich, glaube ich, im. Das habe ich, glaube ich, in der Kiste drin. Yo, warum können die noch nicht Geschlechtsverkehr vollziehen? Gut umschrieben. Dankeschön. Habe ich heute in der Schule auch so umschreiben müssen. Oh, ich werf ein Ei und da kommen vier kleine Hühner raus. Alter. Ja, Party. Das hättest du mal sehen müssen, da war ein Ei und es kommen einfach genau vier drauf Hühner geguckt. Raus. Ich habe genau drauf geguckt. Hast du das auf Video alles wieder vier Hühner rausspießen? Ja, das sah echt lustig aus. Alter. So, und Fragesession machen wir auch wieder ein bisschen. Gut, dann lass mal nach hinten weitergehen. Ja. Und während wir hier laufen, frage ich mal die nächste Frage. Was sind so deine alltäglichen Hobbys? Na, dann fang du mal an. Fußball spielen, zocken, lernen. Ja, als Hobby kannst du, glaube ich, Lernen nicht bezeichnen, oder? Mittlerweile schon, weil Lernen einfach scheiße ist und ich muss so viel für Französisch lernen. Tja, war noch nie mein Fach. Gut, dass ich es nicht mehr habe. Meins war es auch noch nie. Wie lange musst du es noch machen? Dieses Jahr und dann nächstes Jahr noch. Ja, hast du noch ein bisschen. Ist aber auch nicht mehr so viel. Die Zeit wird schneller vergehen, als du denkst. Was sag ich dir nur mal so? Ich hoffe. Es ist so. So, hier hinten ist nämlich mega viel Platz und ich würde vorschlagen, wir machen es hier hin. Und es wird genau jetzt Nacht. Ist doch egal. Ist uns egal. Okay. Ja, super. Okay, ist mir egal. Gut, dann baust du mal hier an die Seite, hier so ungefähr, ein schönes Bauernhaus hin. Also hier so 10x10 oder so. Hm. Da mache ich hier aber gerade erstmal kurz diese Hügel hier weg, diesen Erdhaufen. Ich habe ja Schaufeln dabei, da geht das natürlich. Was? Lol, der Zombie greift mich einfach an. 1, 2, 3, 4, 5. Fick dich, Mann. Geh weg, ey. Keiner will dich haben, Opfer. Und dich auch nicht. Und ich werde... Boah. Na gut, ich mache hier mal volle Birkenholz. 1. Alter, wieso kamen hier gerade 4 Zombies raus? Das ist genauso das gleiche wie eben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gut. Wir brauchen viel Erde, würde ich dir mal sagen. Wieso brauchen wir viel Erde?
weil ich ein automatisches Feld haben will. Achso. Ja, da kann ich dir wohl nicht viel weiterhelfen mit Bauen. Da mache ich dann mich, doch, ich mich oben drum. Du kannst mir da richtig viel weiterhelfen. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Einfach nur, indem du erstens Erde sammelst und rein theoretisch dann einfach nur mit mir hier weiterbaust. Das mache ich dann am besten am Tag. Erde sammeln, weil jetzt brauche ich erstmal dieses Bauernhaus hier. 10x10. Ja, dafür brauche ich am besten eine Kiste und die habe ich natürlich eine Workbench, aber die habe ich natürlich nicht dabei. Wieso sollte ich auch? Du hast doch Holz. Ja, ich bin auch schon am. Du hast genug die Holz. Steht auch schon hier. So, ein bisschen Gras wegmachen hier drinnen. Nicht, dass Geräusche, wenn die Polizei kommt. Also bei mir leckt's gerade richtig derbe. Also bei mir überhaupt nicht gerade. Bin ich auch froh drüber. Mal erstmal ein paar Treppen. Ich glaube, die anderen Treppen... Nein, die Treppen habe ich dabei, das ist gut. Wollte gerade sagen, na super, jetzt habe ich andere Treppen zu Hause liegen lassen. Dammit. Wo steht denn der? Kollege? Kollege? Hallo? Hallo? Wo steht der denn? Ja. Ist irgendwo ein Zombie in der Nähe, aber ich sehe ihn nicht. Na, ist gut so. Yo, und ich habe einfach jetzt schon keine Erde mehr. Super. Yo, hier kommen wieder zwei Zombies raus. Na super. Wieder diese spannenden Folgen, wenn man hier irgendwas versucht hinzubauen. Na, dann gucke ich mal hier. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Jetzt sag nichts Falsches. Ja, du nicht. Oh, dankeschön. Wahre Liebe. Nee, also ich schau sehr gerne Dude Perfect. Was macht der denn? Habe ich noch nie gehört von dem. Das ist eine Gruppe von Amerikanern. Und die machen halt Trickshots mit Baseball und allem. Also richtig coole Videos auch. Mega viel Arbeit in jedem Video. Und haben auch über 4 Millionen Abonnenten, soweit ich das weiß, gerade. Schnieke, schnieke. Und deiner? Also ich gucke halt eher so viel in der Let's Player-Szene rum. Also so Größen wie Gronkh oder Saraza. Ja, okay, aber die finde ich nicht mehr so cool. Ja, kommt drauf an. Also ich finde, GLP ist mega geil. Die was? GLP. Den kenne ich schon wieder nicht. German Let's Play. Ach so, okay, doch, den kenne ich. Das sagt mir was. Ich habe mir... Ich konnte nur mit der Abkürzung nicht anfangen. Okay. Jetzt habe ich natürlich auch nicht mal mehr mein Schwert draußen. Zombies, hallo. Gut, dass kein Zombie in der Nähe ist. Ich höre hier die ganze Zeit nur Zombies, aber ich sehe keine. Das ist mal richtig gruselig. Weil hinter jeder verkackten Ecke ein Zombie stehen könnte. Ja. Ich baue gerade hier richtig fett Erde ab. Und habe wieder zwei Stacks. Erfreulich. Ja, das ist schon erfreulich. Scheiße. Hey, was ist denn da draußen los? Ich höre einfach nur noch irgendwelche Geräusche von irgendwelchen Monstern draußen. Mehr höre ich nicht mehr. Wie weit... Boah, da kommt meine Treppe hoch, Junge. Wie weit, weißt du, fließt ein Wasser? Ich gehe von aus, dass es 5, 6, na eher 5. 5 Blöcke fließt. Ich weiß es aber nicht. Ups. Das ist jetzt cool zu testen, wenn man das so hat. Yo, was für eine Armee von Zombies! Ich habe hier gerade mit gar nichts zu tun. Wahrscheinlich schlägt mich gleich ein Skelett von hinten. Oder ein Creeper. Er schießt, lässt mich mit explodieren. Hoi, hoi. Oder ich springe runter.
und muss mal was essen. Ich schätze ganz stark darauf, dass dein Zombie-Spawner ist. Was magst du mehr, PC oder Laptop? PC. Ich finde, es kommt auch drauf an, was es für ein Laptop ist. Wenn es jetzt irgend so ein schnarchlangsamer Laptop ist, dann bringt es mir auch nicht viel. Hast du Fackeln dabei? Ja. Kannst du mal kurz kommen? Zumindest 9 habe ich. Wenn ich hier gleich das durchhabe, ja. Ach, vergiss es, ich baue den Spawner einfach ab. Ist ein Spawner? Ja. Schön. Deswegen kommen da die ganze Zeit 5000 Zombies. Ja. Ich dachte mir auch so, das kann nicht normal sein. Eiserne Pferderüstung. Und ein Sattel, yes, ich habe ein Pferd. Ich weiß, wo Pferde sind. Ich auch. Die sind nämlich direkt neben uns. Ja, ich weiß. Na, dann kannst du jetzt mit Pferden durch die Gegend reiten. Der Gianluca, der Pferdeflüsterer. Hast du schon Kisten? Nein, ich bin hier, wie gesagt, gerade nur am Dach bauen. Ups. Hol mal eine Kiste. Dann, wenn du fertig bist. Wie, ich soll eine Kiste holen? Ja, bauen, craften, mir egal. Ja, das kann ich gerne machen. Ja, super. Das funktioniert, glaube ich, nicht, oder? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Verdammt. So. 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 Ja, wenn ich das auch noch hinsetze, dann funktioniert es schon mal gar nicht. Dankeschön. So. Und so. Ja, das geht natürlich auch nicht. So. So. Nee, das war mir klar. Wie weit fließt jetzt Wasser? Warte, wenn ich das wegsetze. Dammit. Aber weißt du, was das Geile ist? Ja, geht doch. Nein. Das ganze Wasser nimmt dieses hohe Gras hier weg und dadurch kommen die Seeds raus. Ja. Das ist richtig geil. Da muss man nämlich nichts mehr machen. Komm, jetzt eine weitere Idee. Ich kann gleich eine Kiste machen. Oh, okay, ich weiß, wie weit Wasser fließt. Und wie viel? Keine Ahnung, hab mich nachgezählt. Dann weißt du nicht, wie weit Wasser fließt. Doch, bis dahin, wo ich hingelaufen bin. Wohin soll ich eine Kiste setzen? Wow, einfach, Sonnenaufgang. Schick. Einfach in unser... in die Hütte. Schick. Und jetzt kannst du dir mal ganz viele Fackeln machen. Nicht Fackeln, sondern... Schaufeln und was holen. Erde. Ohne Stein. Ist mir egal, wie du das machst. Also Schaufeln habe ich an sich noch genug da. Ja, interessanterweise. Gut. Ich weiß zwar selbst nicht wieso, aber ich habe noch genug Fackeln. Schaufeln. Wie viel Erde hast denn du? 34. Gib mal. Liegt da. Ich suche mal einen Berg und baue da mal ab. Ich fange mir hier oben an irgendwie. Lalala, wieder so ein richtig spannend gerade. Ja, das ist es doch immer. Das stimmt auch wieder, ja. Vor allem, wenn man die ganze Zeit einfach eine Erde abbaut. Wie so ein Bekloppter. Ja, okay, es ist aber nützlich. Das stimmt, dann können wir zumindest uns riesige Felder machen. Und wenn ich hier die ganze Erde abbaue, dann können wir auch ein paar Samen daraus bekommen. Aus dem Gras. Ja. Willst du mich verarschen? Na, habe ich eigentlich nicht vor, nein, wieso? Ich baue hier den Block Wasser ab und Wasser fließt einfach weiter. So geht's doch. Das hat aber ein bisschen genervt. So ist das Leben. Und ich suche hier gerade mal eine neue Frage. Und nach einer neuen Frage. Wenn ich dann eine finde.
Keine Ahnung. Muss ich nachher mal in der Pause suchen. Ich weiß auch gerade nicht, wann wieder die nächste Pause ist. Uhrzeit. Ha! 15 Minuten, ich kann's einfach. Ja, okay, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren, ob du es kannst oder nicht. Haha. Und nein, das nehme ich jetzt nicht. Nicht als als Ende dieser Folge, sondern sag einfach. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und man hört sich dann in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, Leute. Ciao.